Man kann sich fragen, warum Thomas Schütte in der Fondation Beiler. Da gibt es gute Gründe und auch gute Anknüpfungspunkte. Ein wichtiges Thema in der Sammlung der Fondation Beiler ist ja das Menschenbild, das heißt die Figur, das Porträt, der Kopf. Und wenn man an Cézanne denkt, Picasso, Matisse oder Giacometti und Bacon, dann fällt einem das sofort ins Auge. Und die Ausstellung von Thomas Schütte ist ganz der Skulptur gewidmet, ist ganz der Figur gewidmet. Das ist bei Thomas Schütte nämlich gar nicht selbstverständlich. Er hat in den frühen 1980er Jahren angefangen, so architektonische Modelle zu machen, die durchaus auf Realisierung, auf gebaute Realität angelegt sind, aber erst viel später allmählich realisiert wurden. Es gab also relativ abstrakte, konzeptionelle Modelle, auch Fantasieideen, utopische Modelle. Und man hat gar nicht so recht wahrgenommen, dass er gleichzeitig auch figurale Plastik, also in einem sogenannten traditionellen Sinn gemacht hat. Das ist dann aber so richtig deutlich geworden, als während einer Documenta in Kassel 1992 eine Arbeit von ihm zu sehen war, die ganz aus Figuren bestanden hat. Und zwar hieß diese Arbeit Die Fremden und sie bestand aus mehreren lebensgroßen Keramikfiguren, bunt bemalten, ein bisschen wie Spielzeugfiguren, die auf dem Dach eines der Hauptgebäude gestanden haben. Und neben den Figuren standen auch Gepäckstücke, ganz also sehr rätselhafte, aber sehr attraktive, schöne Figuren. Und da hat man plötzlich gemerkt, der macht ja auch solche Arbeiten, also etwas komplett anderes. Thomas Schütte ist 1954 geboren in Oldenburg und er ist dann als junger Mann an die Kunstakademie Düsseldorf gegangen, wo er 1973 bis 1981 in der Ausbildung war. Und sein wichtigster Lehrer war Gerhard Richter. Das denkt man auf den ersten Blick nicht, aber vermutlich war für ihn bei diesem Lehrer sehr gut, dass Richter wie für sich selber, auch für seine Schüler, keinen bestimmten Stil proklamiert hat oder gesagt, du musst einen bestimmten Stil finden, sondern er hat eigentlich vor allem proklamiert, man muss sich überlegen, was man machen möchte, was der eigene richtige Weg ist. Und man muss sich auch immer wieder überlegen, will man überhaupt Kunst machen? Also er hat offenbar sehr stark mit Verunsicherung gearbeitet, dass man wirklich, wenn man Kunst machen will, sicher ist. Und dieser Lehrer war für Schütte wichtig und das sagt er bis heute. Und deshalb haben wir auch dieses Gespräch zwischen Richter und Schütte gemacht, das im Katalog abgedruckt ist und das sehr eindrücklich zu lesen ist. Deshalb kann man sagen, vielleicht ist der Grund für diese Zweigleisigkeit auf der einen Seite die eher abstrakten oder konzeptuellen Architekturmodelle und auf der anderen Seite diese sinnlichen und eindrucksvollen figuralen Skulpturen, dass das genau dieser Freiheit zu verdanken ist, die der Lehrer Gerhard Richter seinen Schülern vermittelt hat und die Schütte kapiert hat oder angenommen hat. Die Ausstellung ist ziemlich umfangreich, also es sind gegen 50 Skulpturen und wenn ich 50 Skulpturen sage, dann sind damit auch Skulpturengruppen gemeint. Es sind ganz kleine,
irgendwie 20 cm hohe, es sind ganz große, 4 Meter hohe gemeint. Dann hat es eine größere Serie von Fotografien und etwa 110, 115 Aquarelle. Die Ausstellung ist nicht nur im Innenraum zu sehen, sondern sie ist sehr stark auch im Außenraum zu sehen. Mit einem Teil der Fremden auf dem Dach, die jetzt hier angekommen sind, wo man nicht weiß, gehören sie hier hin oder sind sie auf der Durchreise oder sind sie eben erst angekommen, die einfach mal zu Besuch hier sind und uns eigentlich klar machen, dass wir ja alle immer ein bisschen unterwegs sind im direkten und im übertragenen Sinn. Es gibt den Vater Staat, der im Garten steht. Der Titel tönt sehr, Vater Staat, tönt sehr gewichtig. Und wenn man diese Figur ansieht, ist sie auch gewichtig, sie ist auch Stahl. Aber sie ist auch sehr eindrücklich, auf eine Art menschlich. Es ist ein freundliches Gesicht, es ist ein bisschen rätselhaftes Gesicht auch. Und das Interessante ist auch, dass er nicht eigentlich einen Körper hat, sondern was sein Körper wäre, ist vor allem ein Mantel, fast ein bisschen wie ein Schlafrock oder ein viel zu großer Wintermantel, den er um sich geschlungen hat. Und dann gibt es auf dem Nordteich der Fondation einen wasserspeienden Hasen, der zeigt, mit wie viel Humor letztlich auch und Doppelbödigkeit Schütte an der Arbeit ist. Die Ausstellung ist nicht chronologisch eingerichtet, das heißt, man beginnt nicht von, es hat nicht einen klaren Anfang und ein klar definiertes Ende, sondern jeder Raum für sich ist ein in sich geschlossener Auftritt, der eine eigene Geschichte eigentlich erzählt. Wenn man also durchgeht, dann kommt man immer wieder in eine neue Situation, die natürlich, wenn man dann das Ganze überblickt, zahlreiche Verbindungen ergibt, aber die immer auch für sich in sich stimmig ist. Das ist etwas sehr Besonderes bei dieser Ausstellung, die in enger, sehr enger Zusammenarbeit mit Thomas Schütte entstanden ist. Etwas sehr Besonderes bei der Skulptur von Schütte ist, aus wie unterschiedlichen Materialien sie gemacht sind und wie mit welchem Erfindungsreichtum und mit welcher Experimentierlust er diese Skulpturen hergestellt hat. Das ist etwas absolut Faszinierendes. Also man sieht das zum Beispiel im ersten Raum, wo die klassischen, fast klassisch anmutenden Frauenköpfe, das sind Gesichter von einer sehr friedlichen, in sich ruhenden Stimmung. In diesem ersten Raum hat es Köpfe aus Bronze, es hat Köpfe aus der weiße liegende Kopf ist zum Beispiel aus Keramik. Es hat denselben Kopf, der aus Bronze dasteht, der steht auch aus Aluminium, und zwar Aluminium, das in einer schillernd rötlich-goldenen Farbe lackiert ist. Und es gibt 4 dickwandige Glasköpfe, die in Murano gegossen wurden. Es fällt gar nicht so sehr ins Auge, dass die Materialien unterschiedlich sind, sondern was ins Auge fällt, ist die Farbigkeit und die Textur, also die Oberfläche
die einmal weich wirkt, einmal hart und kühl. Also er ist ein Meister im Umgang mit diesen, mit den Techniken und Materialien, damit sie etwas erzählen oder etwas sagen. Etwas anderes Eindrückliches ist, wie er mit unterschiedlichen Größenverhältnissen umgeht. Er macht, hat angefangen mit kleinformatigen Figürchen, fast puppenartigen Figuren. Es gibt zum Beispiel die United Enmes von 1993-94, die aus so plastilinartigen Fimo-Köpfen geformt sind, handgroßer Kopf. Der Körper ist aus Holzstäbchen gestellt und sie sind mit Stoff umwickelt. Er hat eine Glashaube darüber gestülpt und sie auf einen hohen Sockel gestellt. Und dann sieht man ein paar Räume weiter im Eingangsraum des Museums dieselben Figuren, United Enmes, 4 Meter hoch aus Bronze. Und plötzlich steht man so vor diesen Skulpturen, während man vorhin so auf diese lustigen, komischen Püppchen geschaut hat. Also dieser Umgang mit dem Wechsel des Blicks ist auch etwas ungemein Spannendes bei diesem Künstler. Eine weitere Besonderheit ist, dass er ein begnadeter Zeichner und Aquarellist ist. Das macht er nicht so, also das macht er regelmäßig. Von Anfang an hat Thomas Schütte gezeichnet und Aquarelle gemacht und er macht das bis heute, aber es geht nicht immer. Es ist für ihn aber eine sehr wichtige Tätigkeit, weil es eigentlich das Privateste, das Persönlichste auch ist. Es ist etwas, das er abends macht, am Tisch sitzend, zum Beispiel eine Blume, zeichnet er eine Blume ab, Blumen ab. Er hat wunderschöne Blumenaquarelle gemacht und sagt auch, er versteht gar nicht, wieso das nicht mehr gemacht würde. Es gäbe eigentlich nichts Schöneres, als diese Blumen einmal genau anzuschauen. Er macht auch Gesichter, manchmal auch echte Porträts, was er gelernt hat, dass das etwas sehr Schwieriges ist, weil man eigentlich jemanden gar nicht erfassen kann, sondern immer nur wieder eine Bewegung, eine Kopfhaltung festhalten kann. Und diese Zeichnungen und Aquarelle hängen in der Ausstellung an ganz unterschiedlichen und unerwarteten Orten und setzen immer wieder so einen Leuchtpunkt hinein oder etwas ungemein Menschliches auch in das Ganze.